In diesem Video beschäftigen wir uns einmal mit einem Thema, was in der Vergangenheit vermutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als es denn tatsächlich verdient hat. Es geht um die Finanztransaktionssteuer, die schon seit 2011 europaweit diskutiert wird. Was an dieser Steuer tatsächlich dran ist und was das für uns Privatanleger bedeutet, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video geht es einmal um das Thema Finanztransaktionssteuer. Diese Steuer war gerade in den letzten Monaten verstärkt in den Medien präsent und hat für einiges an Aufruhr gesorgt. Im Grunde geht es darum, Finanztransaktionen zu besteuern. Das bedeutet, sobald es irgendwo einen Kauf oder einen Verkauf von einem Wertpapier gibt, soll hier eine Steuer anfallen. Die ursprüngliche Idee, die seit 2011 europaweit diskutiert wurde, ist eine Folge aus der Finanzkrise. Die globale Idee hinter dieser Steuer ist es, Spekulanten zu bestrafen, also es unattraktiv zu machen, zumindest aus steuerlicher Sicht, schnell Wertpapiere von A nach B zu schieben. Es gibt auch bis jetzt noch keine konkreten Gesetzesentwürfe, sondern nur die Richtlinie, dass man sich vermutlich am französischen Modell orientieren wird. Wie dieses französische Modell genau funktioniert, was von dieser Finanztransaktionssteuer zu halten ist, wer bevorteiligt und wer benachteiligt wird, damit habe ich mit einem Experten gesprochen, nämlich mit Rechtsanwalt und Steuerberater Boris Erbe. Den Ausschnitt aus diesem Telefonat zeigen wir euch jetzt. Ja, schönen guten Tag, Herr Erbe, hier Thomas Kehl. Schönen guten Tag. Es geht um das Thema Finanztransaktionssteuer und da dachten wir uns, dass sich um eine Steuer handelt, fragen wir doch am besten mal direkt einen Experten. Vielleicht legen wir am besten direkt mal mit der Frage los, was ist das denn überhaupt, diese Transaktionssteuer, von der es ja eigentlich noch gar keinen Gesetzesentwurf gibt? Also man muss als erstes bei dem Thema Finanztransaktionssteuern bemerken, dass es sich um keine allgemeingültige Definition handelt, sondern sich um ein Sammelsurium von möglichen Steuern, von möglichen Transaktionen handelt, die letztlich an irgendwelchen Börsenplätzen stattfinden. Ja. Okay. Transaktionssteuern sind relativ alt, weil sie zum Beispiel früher gern an Stempelakte von Behörden geknüpft wurden. Ne? So, es existiert beispielsweise in Großbritannien noch solch eine Stempelsteuer. Ne? Auf der anderen Seite gab es früher auch in Deutschland Finanztransaktionssteuern, die bis in den 90er Jahren gegolten haben, die man Kapitalverkehrssteuer dann nannte. Was gegenwärtig jetzt geplant ist, soll ja nach dem französischen Vorbild sozusagen gesetzt werden. Genau. Und die Franzosen haben eine relativ eingeschränkte Transaktionssteuer zum Gesetz gemacht, die letztlich nur erfasst Verkäufe von an Börsen notierten Aktiengesellschaften und auch nur solche, die mindestens eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Euro erreichen, was jeweils für das Vorjahr von dann einer zuständigen Behörde in Frankreich verbindlich festgestellt wird. Im Dezember für das Folgejahr dann, richtig? Genau so hatte ich das auch gelesen. So. Und dieses französische Modell soll dann auf ganz Europa umgesetzt werden. Ist das der Plan? Also sprich, so ist es zumindest gegenwärtig der Plan. Es ist natürlich klar, dass wenn hier sich ein europäisches Land mit all den Kapitalverkehrsfreiheiten, die innerhalb der EU existieren, entschließt, eine Transaktionssteuer zu erlassen, es sehr leicht ist, auszuweichen. Das heißt, es würde nichts bringen, bestimmte Transaktionen in einem bestimmten Land zu besteuern und in einem anderen Land das anders zu machen, sondern da bedarf es einer einheitlichen Lösung. Es ist natürlich klar, dass man die Steuer nimmt, die schon existiert, die ja auch zum Teil abgestimmt wurde. Also die Franzosen haben die ja zwar unilateral erlassen, sich aber ja vorher auch abgestimmt mit anderen europäischen Regierungen, insbesondere mit den Deutschen. Das heißt aber, selbst wenn ich als Deutscher jetzt in Deutschland ansässig eine französische Firma, also eine französische Aktie kaufen möchte, die eine Marktkapitalisierung über 1 Milliarde hat, dann muss ich ja diese Transaktionssteuer trotzdem bezahlen. Ich muss ja nicht irgendwie Franzose sein oder in Frankreich wohnen. Genau, der Anknüpfungspunkt ist weder von der Person des Käufers oder Verkäufers abhängig und auch nicht von dem Börsenplatz. Der kann durchaus weltweit überall liegen, sondern von der Tatsache, dass es sich um eine französische Gesellschaft mit Sitz in Frankreich handelt. Ja, okay. Das heißt, solche Transaktionen sind generell, auch wenn sie ja zum Beispiel in New York oder so an der Börse gehandelt werden, Gegenstand französischer Finanztransaktionssteuer.
Das heißt, wenn wir das jetzt auf Deutschland umlegen würden, wenn die Steuer genauso in Deutschland kommen würde, wie es jetzt in Frankreich der Fall ist, müssten alle, die deutsche Unternehmen kaufen, also an der Aktie gehandelt, also an der Börse gehandelt, diese Steuer auch in Deutschland dann bezahlen. Genau, also in Deutschland bezahlen, es würde als eine Abzugssteuer gestaltet, für die letztlich abführungs- und einbehaltungspflichtig die mehr oder weniger kontoführende Bank wäre. Ja, so wie man das ja auch schon kennt für Kapitalertragsteuern in Deutschland. Okay, jetzt ist die Historie von der Finanztransaktionssteuer ja eher so aus der Finanzkrise herausgeboren, wo es ja darum ging, vor allem ja spekulative Geschäfte ein bisschen einzudämmen, beziehungsweise die dann zu besteuern. Jetzt ist es aber so, wenn ich das, also dass es in Frankreich Derivate ausgeschlossen sind, richtig? Oder größtenteils ausgeschlossen? Es ist eine Ausnahme von einem Credit Default Swap in dem Genau. Gesetz, aber ansonsten werden nur Transaktionen von Aktien erfasst und auch nicht von Aktienfonds. Das heißt, der Verkauf eines Aktienfonds ist nach meinem Empfinden nicht Gegenstand französischer Transaktionssteuern, sehr wohl aber die Transaktion, die der Fonds selbst unternimmt, ja, um sein Portfolio umzuschichten. Das bedeutet ja, dass der Privatanleger dann trotzdem diese Steuer indirekt irgendwo bezahlt, weil das ja dann mit in den Kosten drin ist, Genau, oder? der Fonds ist ja berechtigt, nach seinen Satzungen die Kosten weiter zu belasten an die Fondsteilnehmer. Und ist es jetzt nicht irgendwie ein, oder sorgt es jetzt nicht irgendwie dafür, dass man zum Beispiel keine Aktien mehr direkt kauft, sondern dass es einfach attraktiver ist, aus steuerlichen Gesichtspunkten einfach ein Derivat auf eine Aktie zu kaufen und genauso von den Kursen zu profitieren? Ich möchte es mal so ausdrücken, wenn ich nur eine Art von Transaktion besteuere und klar, die Finanzindustrie ist da relativ findig, muss ich mit entsprechenden Umgehungstatbeständen rechnen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, dass das Produkt ist, was die Finanzindustrie erfinden wird, aber es wird sicherlich zahlreiche Umgehungstatbestände geben, die letztlich auf das Gesetz reagieren und versuchen, die Transaktion möglichst kostenfrei zu halten. Das ist nur natürlich. Okay, das wird ja dann eigentlich bedeuten, dass man den Derivatemarkt eher bestärkt als irgendwie schwächt, was ja ursprünglich die Idee war. Oder meinen Sie, dass das Gesetz, also wie war das in der Vergangenheit, also werden die Gesetze dann nachgebessert, sodass dann die Derivate später auch dazugenommen werden und man jetzt versucht, erst so eine ganz, ja, wie soll man sagen, leite Version zu machen, die möglichst viele europäische Staaten akzeptieren und dann nach und nach die Derivate mit reinzunehmen? Oder wie ist da so Ihre Erfahrung? Nun muss man natürlich sehen, warum, also was ist der Gesetzeszweck dahinter, warum man solch eine Transaktion ausgenommen hat. Es dürfte eher daran liegen, dass man den Derivaten und Optionen und den Terminbörsen durchaus einen ökonomischen Zweck zubilligt. Ja, die haben ja durchaus, nehmen wir mal als Beispiel die Ernte von den Bauern, die der halt vorher am Markt verkauft, ja, die haben ja durchaus einen Finanzierungszweck, den man möglicherweise der Wirtschaft nicht nehmen wollte. Aber was genau die Beweggründe waren, nur solche Aktien zu besteuern, das ist mir zumindest schleierhaft. Kann ich auch nicht ersehen aus irgendwelchen Sachen. Insofern ist es nicht klar, ob die Steuer nicht irgendwann erweitert wird. Ich vermute aber eher nicht. Ja? Das Okay. ist auch historisch so, dass man Derivate meines Wissens nie besteuert hat. Die haben teilweise sehr, sehr hohe Transaktionswerte. Und man würde den eigentlich dahinterstehenden ökonomischen Zweck dann auch vernichten. Okay. Jetzt könnte es ja sein, dass dass deutsche Aktien irgendwie benachteiligt sind gegenüber, wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, sage, ich möchte einen Autobauer kaufen, dass ich dann sage, jetzt kaufe ich keinen deutschen, weil hier gibt es ja eine Transaktionssteuer, dann kaufe ich lieber ja, eine Firma, die ungefähr gleich strukturiert ist im Ausland. Wie sehen Sie das? Meinen Sie nicht, dass das den deutschen Aktienmarkt ein bisschen benachteiligen könnte? Also, dass es für zumindest mal für Anleger weniger attraktiv ist? Nun, da muss natürlich den Steuersatz sehen, der hier nur 0,3% betragen sollte. Das ist also Ja. zumindest der französische Steuersatz. Ob es dann solche Fälle gibt, dass eben Anleger sich eher an ausländischen Märkten orientieren, glaube ich bei diesem Steuersatz eher nicht. Ja, das ist man muss natürlich sehen, dass bei 0,3% muss es schon wirklich genau das gleiche Unternehmen sein, was es natürlich nicht ist, das Ist schon sozusagen dann die unwahrscheinlich. Entscheidung bedingt, ja.
Klar. Deswegen sehe ich diese Gefahr nicht. Okay. Sowieso, wir sprechen jetzt erstmal von ferner Zukunft. Das heißt, ab wann könnte das uns eventuell treffen? 2022 habe ich irgendwo gelesen. Stimmt das? Es ist erstmal so, dass also irgendeine Finanztransaktionssteuer in dem Koalitionsvertrag festgelegt wurde. 2022, glaube ich, ist das Ende der Legislaturperiode und damit ist das, glaube ich, naturgemäß oder wäre zu vermuten, dass es das umgesetzt wird. Bei der gegenwärtigen politischen Lage und der etwas brüchigen Großen Koalition ist es aber fraglich, ob das überhaupt umgesetzt wird von dieser Koalition. Die Koalition, die danach oder die Regierung, die danach rankommen wird, wird aber wahrscheinlich eine ähnliche Steuer dann erlassen. Also ich gehe mal von aus, dass so eine Steuer kommen wird, ohne jetzt aber eine konkrete zeitliche Prognose geben zu können. Aber müsste die nicht erst auf europäischem Niveau, ja, muss man sich dann nicht erst auf europäischem Niveau einig sein? Es wäre wünschenswert, das zu tun, aber man sieht ja am Beispiel von Frankreich, dass man das auch unilateral erlassen Nein, kann ja. und abwarten kann, dass die anderen Staaten reagieren. Ja. Natürlich haben Deutschland und Frankreich innerhalb der EU sicherlich auch ein gewisses Gewicht, andere Länder mehr oder weniger zu zwingen, eine solche Steuer zu erlassen, wenn es wünschenswert ist. Ja. Und ich denke mal, dass das dann eher ein generelles europäisches Phänomen innerhalb der Eurozone auf jeden Fall sein wird. Zu dem ökonomischen Sinn und Zweck dieser Steuer. Was ganz grundsätzlich mit solchen Finanztransaktionssteuern verbunden sind, weswegen sie grundsätzlich auch nicht so negativ anzusehen sind, ist, dass man die kurzfristige gegenüber der langfristigen Anlagemöglichkeit verteuert. Und damit, das ist im Grunde das beste Argument für solche Steuern, weil man eben die Menschen oder die Anleger mehr oder weniger zwingt, über einen längeren Haltezeitraum diese Transaktionssteuer zu amortisieren. Ja, wenn ich Aber also sozusagen ein Wertpapier bei 10 Jahre halte und das dann über diese Zeit runterbreche, ist natürlich die Belastung der Transaktionssteuer auf den auf 10 Jahre Zeitraum zu verteilen. oder auf einzelne Zeitabschnitte berechnet viel, viel geringer. Ja. Okay, das heißt, es verhindert kurzfristigen Handel, also schnell mal rein, raus und Spekulation quasi. Genau, wobei ja der kurzfristige, also genau das ist ja letztlich der Zweck gewesen, dass man den kurzfristigen Handel verteuert hat. Insbesondere kam das bei der Finanzkrise auf, weil eben der kurzfristige Handel mit ja, verseuchten Wertpapieren als sehr negativ angesehen wurde. Und dieser Nutzen ist im Grunde ja weggefallen, ne, weil man ja letztlich eine Aktie an einem Unternehmen, ja, eher kauft für eine langfristige, gerade wenn es also eine Börsenkapitalisierung von 1 Milliarde Euro erreicht, eher für eine langfristige Anlage benutzt. Ja. So ist Klar. im Grunde der eigentliche ursprüngliche Zweck, solche kurzfristigen Transaktionen zu verteuern, so ein bisschen verloren gegangen bei der Steuer. Und er hat jetzt natürlich das Problem wiederum, ne, bei den Finanztransaktionssteuern oder generell der Verkehrssteuer, ne, das ist ja letztlich eine spezielle Verkehrssteuer, ist, dass ich immer die am wenigsten Vermögenden belaste. Ja, das gilt zum Beispiel für die Umsatzsteuer oder auch für die Grunderwerbsteuer. Derjenige, der jetzt noch schon ein umfangreiches Aktienportfolio hat und nicht unbedingt irgendwas umschichten muss, der ist ja viel weniger belastet als derjenige, der jetzt eine vermögensbildende Maßnahme trifft, weil er sich zum Beispiel seine Altersversorgung herstellen will. Und das sehe ich an dieser Steuer ein bisschen problematisch an, dass es sozusagen wiederum letztlich zu einer Umschichtung von unten nach oben führt letztlich, ja, indem man solche Transaktionen belastet, zu denen eher ärmere Leute gezwungen sind, wenn sie sich ihr Aktienportfolio aufbauen, ja. Genau, und Finanzinstitute auf Derivate ausweichen können, was ja dem Privatanleger in der Regel nicht so unbedingt möglich ist. Genau, ne? Also man trifft am Ende denjenigen, den man eigentlich gar nicht treffen wollte, wenn eine solche Steuer in dieser Form wirklich dann gesetzt werden sollte. Das heißt, positiv sehen Sie an dieser Steuer, dass hier mehr ein Fokus auf das langfristige Anlegen gesetzt wird. Negativ ist es so, dass es eher die Kleinsparer stärker trifft als jetzt Finanzinstitute oder ja, vermögende Privatkunden. Also wie gesagt, positiv ist generell an einer Finanztransaktionssteuer dieser besagte Effekt, dass sozusagen eine kurzfristige Investition gegen Marktkosten verteuert wird. Den wird aber diese geplante Steuer nicht haben. Ja, weil diese Steuer eben eher
auf langfristige Anlagen abstellt, weil man kauft sich ja keine Aktie an einem börsennotierten Unternehmen, um damit an einem Tag wieder einen Gewinn zu machen oder so. Da nutzt man wahrscheinlich eher kleinere Papiere Oder ein Derivat. oder an die Privaten, ne, die also riesige Schwankungen haben, und damit läuft sie meines Erachtens dem ursprünglichen Zweck eher zuwider. Okay, das heißt, es unterstützt nicht den Fakt, oder es unterstützt nicht dabei, langfristig zu investieren. Nee, im Okay. Gegenteil. Das verteuert es und belastet auch noch diejenigen, die letztlich Aktien erwerben wollen, weil sie sozusagen eine alternative Anlageform gewählt haben. Und das Okay. sind im Zweifel die kleinen Leute, ja, die man ja gerade dazu bringen möchte, diversifiziert zu investieren. Also nicht nur ihr Geld in Immobilien, Sparkonten zu stecken, sondern eben auch durchaus einen Teil ihres Vermögens im Aktienmarkt anzulegen, renditestark. Renditestark, ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Einschätzung. Das war auch schon mein Austausch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Boris Erbe. Ich hoffe, es ist nicht zu langwierig geworden. Ich konnte aus dem Gespräch aber einiges mitnehmen. Wichtig für uns als Privatanleger ist zu wissen, dass es zunächst einmal diese Steuer noch gar nicht gibt und dass es sie vermutlich vor 2022 auch nicht geben wird. In welcher Form sie dann kommt und ob sie tatsächlich ausschließlich Aktien besteuert, wie es größtenteils in Frankreich der Fall ist, oder ob auch Derivate mit eingeschlossen werden. Das werden wir ja dann sehen, wenn diese Steuer eingeführt wurde. Als Privatanleger solltest du dich meiner Meinung nach diesbezüglich aber nicht verrückt machen. Es wird immer steuerliche Änderungen geben, wie es jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr auch bei Investmentfonds und ETFs der Fall war. Und es wird auch nach der Finanztransaktionssteuer noch weitere Änderungen geben. Das Wichtigste bei der Geldanlage ist, dass du dich für eine Strategie entscheidest, diese Strategie auch konsequent durchziehst. Und erst dann kommt die steuerliche Optimierung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Fragen und Anregungen habt, schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Video bist, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Finanzprodukte, Geldanlage und Anlagestrategie, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.